Hallo Freunde, willkommen zu einem neuesten Update. Diesmal geht es hier wieder um die Klone. Um Androiden. Ja, ich fange an den Figuren an. Also hier hätten wir die Scharfschütze meiner neuen. Also ich stelle jetzt eine Legion zusammen. Ich nenne sie die Omega, das Omega-Bataillon. Und ja, das ist einmal, das ist Ding, der Scout Trooper. Ja, besteht eigentlich aus einem RAF Trooper. Also drüber gepinselt. Rotes Mundstück, da ist auch so rot. Ja. Kopf hat der einen ganz normalen. Ja. Also ich finde ihn ziemlich schön. Ja, mir gefällt die Farbe irgendwie. So ein dunkles Kirschrot. Moment, ich drehe mal das Licht so auf, dann sieht man es. Ja, so ein dunkles Kirschrot. Ja, wegen dem Licht ist es jetzt heller. Ja. Das ist, ja, wie schon gesagt, der Scout Trooper. Der 333. Einer von mir ins Leben gerufene. Jetzt zeige ich euch mal schön den Captain. Ja, wenn ihr meine anderen Videos kennt, kennt ihr ihn sicher. Das ist, den habe ich jetzt. Naja. Ich habe nochmal mit einem kräftigen Rot drüber gezogen. Ja, das ist halt der neue Captain. Ich werde dann noch ein Spezialreview machen, falls ich mal. Wenn ich die ersten vier Figuren der 333. Fertig habe, werde ich noch so ein extra Special Update machen. Und ja, das wäre jetzt mal er. Jo, das war halt das Ding. Jetzt kommen wir zu einem Druiden. Ja, das ist, wie ihr schon seht, ist er da ein bisschen noch. Man kann es nehmen, wie man es will, schon oder noch gelb oder so cremefarben. Das ist Absicht, ich habe da ein bisschen was weggelassen, damit die Farbe, also damit es aussieht, als ob er schon wirklich alt ist. Und ja, das ist ein Droide aus der genosianischen Sofortproduktion. Die sind ja so farben. Waffen hat er keine. Seinen Kopf abgenutzt. Ja, da hat er halt dann das Spezial und speziell so. Ja. Sonst gibt es an ihm eigentlich nichts Besonderes. Er hat keine eingebauten Geheimwaffen oder sowas. Das hat er nicht. Ja. Alles klar. Damit wäre ich mit dem heutigen Update schon fertig. Aber noch nicht wegklicken. Es gibt noch eine Ankündigung. Also, wenn ihr auch Customs macht und ein Fan von Customs seid, dann. Ich habe nämlich einen Custom Contest eröffnet. Guckt euch das Video an, da sind alle Informationen drin. Ich will das jetzt nicht nochmal erklären. Ja, da könnt ihr teilnehmen. Es gibt Preise zu gewinnen. Aber es ist alles im Video drinnen. Ja, wenn es schon aufgefallen ist, habe ich ja zwei Kanäle. Ich hatte mal einen und jetzt habe ich einen neuen. Aber auf den älteren, ich habe mal gesagt, dass ich gern Lego Star Wars und Lego Harry Potter Videos mache. Tja, an meinem alten sind mehr Lego Harry Potter und das sind halt mehr Star Wars. Zwei Lego Harry Potter Videos sind schon oben. Guckt euch die auch an. Und ja, falls es sozusagen
Fans gibt, denen Lego Harry Potter und der Stein der Weisen gefallen hat und sie gerne auf den nächsten Teil warten. Der wird jetzt ein bisschen verspätet kommen, weil ich habe jetzt nachgezählt, weil wenn ich traurig bin, lese ich ein paar Harry Potter Bücher. Also ich gluck so rein. Und dann ist mir eingefallen, ich könnte ja das ganze Buch in so die Kapitel so 2 minutenförmig so im Kurzfilm könnte ich den noch mal machen. Vielleicht mache ich es auch. Vielleicht mache ich es auch nicht. Da das ist noch nicht fix. Und vielleicht haben die, denen diese Filme wirken, also denen der Film gefallen hat, falls es überhaupt welche gibt. Ja, seid gnädig, das ist mein erster Lego-Film, bei dem Ton dabei ist. Also es kann schon zu Synchro-Fehlern kommen. Und ja, die Kamera, mit der ich das gemacht habe, ist auch nicht so gut. Und ja, aber guckt es einfach an. Und falls es wirklich Fans gibt, schreibt das bei dem Video in den Kommentar. Ja, ich mache, auch wenn es euch gefallen oder nicht gefallen, es ist angekündigt, ich mache alle Filme von Harry Potter, setze ich in Lego um. Und ja, der Film, der zweite wird bald rauskommen. Okay, das waren schon meine Ankündigungen. Das war mein Custom Shop. Mein Custom Update. Sorry. Und ja, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten wieder. Ich freue mich, wenn wieder viele das anklicken. Und das nächste auch. Und ja, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.